mein Name ist Matthias Müller und heute nehme ich euch auf die Grenzstein Trophy mit. Ein Bikepacking-Abenteuer der besonderen Art entlang der früheren innerdeutschen Grenze vom ehemaligen Dreiländereck Tschechien, DDR, Bundesrepublik Deutschland, die ganze grüne Grenze, das grüne Band, hoch nach Priwall an der Ostsee. Die Grenzstein Trophy ist knappe 1300 Kilometer lang und hat 18.000 Höhenmeter. Und ist ziemlich hart, weil zwischendurch fahren wir Lochplatten, wahrscheinlich 600 Kilometer, und der große Rest ist Wald. Und es geht ständig auf und ab, wahnsinnig steil. Wir werden viel schieben müssen. Ja, und auf dieses Bikepacking-Abenteuer möchte ich euch heute mitnehmen. Wir fahren zu ungefähr 20 Leuten. Jeder fährt für sich alleine, unsupported nennt sich das. Alles, was wir brauchen, haben wir mit am Fahrrad. Ihr könnt euch die Räder nochmal ansehen. Überall sind Taschen verpackt. Wir haben eine Frontroll, wir haben ein Seatpack, eine Rahmentasche. Ja, und sehen einfach zu, dass wir irgendwie heil und gut ankommen an der Ostsee. So, ich bin der Daniel aus Schonach im Schwarzwald und ich fahre die Grenzstein Trophy, weil das einfach das Geilste ist, was man auf dem Fahrrad erleben kann. Mein Name ist Gerhard, ich komme aus Köln und ich fahre die Grenzstein Trophy, weil ich einfach finde, das ist ein cooles Abenteuer und man einfach nicht weiß, was kommt. Leonhard, 30 Jahre alt, ich komme aus Freiburg. Ich freue mich auf einen Haufen Berge, einen Haufen Platte, viel Spaß und auf einen Haufen Abenteuer. Und hier habe ich den Organisator der Grenzstein-Trophy, Gunnar Fehlau. Hallo, ja. Gunnar. Hallo, Matthias. Was ist das Besondere an dieser Strecke, die du ausbaldowert hast? Soll ich dir das vorher wirklich erzählen? Nee, Spaß beiseite. Also die Idee ist einfach, der alten innerdeutschen Grenze zu folgen. Und die ist natürlich nicht für Radfahrer optimiert, sondern die folgt am Ende dem Kriegsverlauf und den letzten Verhandlungen. Das heißt, es geht gerade den Hügel hoch, andere Seite gerade wieder runter, manchmal tief in die bis an die 30% ran. Das Ganze auf Lochplatten, die sich von Reifen ernähren, sage ich immer. Also da passt alles bis 3 Zoll genau rein. Insofern tackert es eigentlich die ganze Zeit und das ist schon sehr zermürbend und anstrengend. Mhm. Wir sind ungefähr 20 Leute am Start. Ich glaube, so ungefähr waren auch in den letzten Jahren immer oder 30 oder? Na, der Höchststand war mal knapp paar 40, aber wir sind immer so zwischen 15 und 25. Es hat sich halt rumgesprochen, dass die GST schon, die ist aus sich heraus hart. Es gibt ja so Rennen, wo man immer so sagt, oder so Fahrten, wo man sagt, Tempo tötet. Nehme ich es gemütlich, dann ist es auch gemütlich. Aber ein Berg wird halt nicht flacher, egal wie schnell ich ihn fahre. Und das macht die GST schon sehr selektiv. Wie viele Leute kommen denn so in der Regel an der Ostsee an? Wie viel Prozent? Also es drittelt sich eigentlich. Ein Drittel der Leute sagt von Anfang an, ach, ich habe nur bis eine Woche Zeit oder ich fahre nur bis XY. Und von den beiden anderen Dritteln ist ein Drittel erreicht das Ziel und das andere hat unterwegs irgendeine Art von Breakdown. Okay, meine Chancen liegen also ungefähr bei 30%. Ja, wir gucken uns das mal an. Gunnar, ja, vielen Dank für diese Tortur. Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche dir Spaß und die Platte ist eine Diva, aber wenn man mit dir umzugehen weiß, hat man eine Menge Spaß. Alles klar, danke. Bitte. Auf geht's zur Grenzstein Trophy 2020. Die ersten 500 Meter habe ich hinter mir schon zweimal geschoben und hier ist jetzt zum ersten Mal die berühmte Platte. 1300 Kilometer knapp muss ich jetzt irgendwie fahren. 18.000 Höhenmeter, alles so Stiche. Keine ordentlichen Berge. Zermürbend, haben die alle gesagt. Noch gut bin ich guter Laune, aber ich schätze, das wird sich in den nächsten Tagen auch mehr ändern. Also, los geht's. Grenzstein Trophy 2020. Viel Spaß dabei.
bin Wolfgang, komme aus Radolfzell vom Bodensee. Bin Starter Nummer 15, habe das große Glück, dieses Jahr die GST mitfahren zu können. Kann das die nächsten 5 Jahre nicht und mache das einfach, weil es mich schon letztes Jahr süchtig gemacht hat, ich das nicht fertig machen konnte und ich es dieses Jahr unbedingt schaffen will. Halleluja, das kann man wohl laut sagen. Was eine Strecke, das muss man schon wollen. Ich glaube, ich habe gerade 60 Kilometer von 1270. Halleluja. Leute, Leute. Ich bin hier gerade den Berg runtergekommen, musste anhalten, neuen Track, also neue Batterien machen und so. Gerade wieder in Schwung. Da komme ich hier hin und da steht Markus, der hat einen Radladen, Velorado in Nürnberg und macht für uns hier Trail Magic, heiße Suppe, Limo. Da haben wir uns jetzt den Bauch voll. Danke, Markus. Hi, ich bin Thomas. Ich komme aus Magdeburg und ich fahre die Grenzschein-Trophy, weil ich echt im Beruf echt viel Stress habe und hier ein bisschen entspannen möchte. Nur der Rich. Das glaubt mir keiner, wie steil das hier ist. Alter, ich krieg kaum das Rad hier hoch. Das ist verrückt, wirklich. Und ich muss mit beiden Bremsen halten, damit die Kiste nicht zurückrutscht. Es ist ein Wahnsinn. Ja, Fahrrad, Schiebeabenteuer. Echt verrückt. Also, ich wette, hier fällt keiner hoch. Nicht mal mit dem 14-Kilo-Rad. Scheibe. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Es ist verrückt. Total verrückt. Ja, moin. Ich bin Tobias. Ich fahre die Grenzstein Trophy. Ich komme aus Kiel. Und ja, wie man sieht, da ist alles dabei und ja, mal gucken, ob wir den zweiten Tag noch erleben. Leute, Leute, das ist irre. Ich weiß nicht, wie viel ich heute schon geschoben bin. Also, keine Ahnung. Es ist 7:30 Uhr. Wir sind jetzt
10,5 Stunden unterwegs, also ich. 110 Kilometer. Ey, in der Zeit kannst du 300 fahren. Naja, was soll's. Weiter geht's. Nach einer durchwachsenen Nacht. Mir tut irgendwie alles weh vom Rucksack und so. Wir sind echt lang gefahren und viel geschoben gestern. Und die Isomatte knarscht so laut und ich hatte kein Kopfkissen und links und rechts. Ah, gut. Geschlafen habe ich und jetzt geht's weiter. Es ist total bedeckt heute, nebelig, nass. Uns mal ein bisschen anders ausrüsten mit Arm und Bein liegen und Regenzeug greifbar in der Nähe haben. Jetzt erstmal Zelt abbauen. Grenzstein-Trophy, Tag 2. Es ist 7 Uhr. Ich fahre mit Achim aus Göttingen immer noch. Wir haben auch zusammen bivakiert diese Nacht oder ich im Zelt geschlafen. Und es regnet. Gar nicht schön. Und ich habe mir auch schon meine Beinlinge aufgerissen. Eine Kackschraube da hinten. Na gut, kann nicht immer alles optimal laufen. Wir finden mal so langsam den Tag, oder Achim? Aber hallo. Wir Lieber Gunnar Fehler, Hashtag Arschloch. Entschuldigung, ist ein gutes Zeichen, wenn man da lachen kann. Hier sind Berge, wo du 300 Meter, 5 Meter schieben, halbe Minute Pause. Es ist wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Aber geil. Uhr am zweiten Morgen von der GST und ich habe Kohldampf, ich habe so Kohldampf und das muss jetzt einfach sein. 2 Kaffee, 2 Burger, Pommes, Cola, alles was geht. Oh je, ist das hart, echt. Wahnsinn. So, jetzt geht's los. Ja, es wird fliegen, da wird es wieder gemacht. Das ist ein wichtiger nach vorne. Da noch Frühling bei? Ja, ich habe mir gedacht, du isst bestimmt auch einen, wenn ich dir eine gebe, oder? Ne, nicht Frühlingsrollen, Entschuldigung, Apfeltaschen. Mmh. Heiße Apfeltasche hinter. So, mit dem ganzen Mohn hier. Dann eigentlich auch ganz nett. Mal was anderes als immer nur Plattensee. Ich glaube, ich habe ein Problem, Leute. Was mache ich jetzt? Die haben nicht eilig. Shit!
geht's dir? Gut, und selbst? Ich bin on fire, ich bin total on fire. So, wir haben so zweiter Tag, Grenzstein-Trophy, Viertel nach acht abends. Bin nur einen halben Tag allein gefahren, dann habe ich den Achim wieder getroffen. Ich würde mal sagen, der hat auf mich gewartet wahrscheinlich. Und jetzt fahren wir noch gemütlich irgendwie, Tempo ein bisschen runter bis 10. Und dann wieder Zelt, Biwak, keine Ahnung. Aber es ist ein toller Abend hier. Es ist warm, Sonne. Alles easy. So kann es gehen. Grenzstein-Trophy, dritter Tag. Oh, ich habe gerade die Augen aufgemacht. Es ist kurz nach 6. Und wir liegen hier in einem schönen Buchenwald. Aber frag mich nicht, wo. Gestern auch wieder 140 Kilometer gemacht, wieder 15 Stunden am Rad gewesen. Geht nicht so richtig voran hier. Oh, 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 neblig hier. Mein Frühstück heute. Scheiße. Ist nicht mehr weit. Noch 30 Meter oder so. Ich stehe fast waagerecht. Alter. Klar, warum nicht einfach mal irgendwo hochschieben, wo überhaupt kein Weg ist. Puh. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber ich brauche eine Pause. Ich habe Hunger. Los geht's. Leicht zittriges Bild. Irgendwie eine gefühlt eine Stunde hier über Lochplatten den Berg hoch, ununterbrochen. Und da habe ich immer gedacht, komm, trink einen Schluck, aber habe ich gedacht, erst wenn du oben bist. Ich hoffe mal, hier ist oben. Kurze Pause, kurze Belohnung. Alter Schäde. Hier hört eigentlich der Spaß so langsam auf. So eine halbe Stunde trage ich mein Rad, ich weiß nicht wie schwer, 20 Kilo. Kreuz und quer durch den Wald, weil der scheiß Strich der Track hierher führt. Alles was ihr hier seht, sind Brennnesseln. Und da muss ich durch. Mit kurzer Hose, Schießgewehr. Aber hier wenigstens, hier sind schon andere durch. Da scheint schon ein Loch vorbereitet zu sein. Also ab und durch. Grenzstein-Trophy 20. Vierter Morgen. Ich habe mir letzte Nacht ein Hotel gegönnt. Ich musste mal duschen und zwei Bier trinken und heute Morgen frühstücken.
die Sachen durchwaschen. Leider ist alles nicht trocken geworden. Deshalb habe ich jetzt hier die, eigentlich meine Gewinnerhose hier hinten zum Trocknen draufgehängt. Vierter Tag Grenzstein-Trophy. Ich hatte mir ein Hotel gegönnt letzte Nacht, aber da gab es erst Frühstück ab 8, deshalb bin ich echt spät los. Und ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Machen wir ein Rennen. Endlich mal ein Berg, der zu bewältigen ist. So, liebe Leute. Und hier bin ich mitten in Junggesellenabschied geraten und habe diese Muschel gekauft. Und die soll Glück bringen, wenn ich da reinspreche. Ich möchte bitte gesund und schnell zur Ostsee. Hoffentlich geht es in Erfüllung. Grenzstein-Trophy, fünfter Tag, fünfter Morgen. Ich glaube, ich bin jetzt 2 Kilometer gefahren. Und nun schiebe ich wieder. Macht ja nichts. Hauptsache immer weiter. Und gestern war ich abends erst gut. Also muss ich halt Geduld haben, 10 Stunden. Und während ich hier mein erstes Video abdrehe, kommt da unten der Markus angefahren. Der ist aber sicher schon 2 Stunden am Rad. Gut, ich höre mal, was er sagt gleich. Ich bin der Markus, Rotbau ist der Nähe von Stuttgart, Esslingen, 56 Jahre alt und fahre jetzt die Grenzstein-Trophy zum zweiten Mal nach 2015, weil ich damals am 4. Tag in Point Alpha gestürzt bin und dann nicht mehr weiter konnte, ja. Ich relativ schwer verletzt war und jetzt würde ich einfach nochmal probieren, ob es funktioniert.
Go, 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 go! Dorn ohne Ende, immer rein, bis das Blut fließt. Und die rechte Wade sieht halt total zerschossen aus, weil man so viel schiebt und da ständig das Pedal da hinten reinknallt. Ich möchte wetten, die Hälfte der rechten Waden von den anderen Teilnehmern sieht auch so aus. Vielleicht sogar alle. Dann wären es die Hälfte aller Waden überhaupt in der Trophy. Wirre Gedanken, die man hier so hat, während man keucht und fleucht. Was man am Wegesrand alles so findet. Yam yam. Sehr gut. Bad Soden-Allenbach. Ich muss dringend trinken. Alles meins. Und es gibt auch noch Tortellini, Al Forno und Bruschetta. Es ist 17:45, dauert ein bisschen länger hier in dem Laden. Ist mir aber wirklich egal. Jetzt bin ich dran. Und dann gucken wir mal in Ruhe weiter.
Liebe Leute, da unten ist das Werratal. Und durch diesen Wald hier habe ich dieses Fahrrad, da, solche Panzerplatten hochgeschoben, und zwar so steil. Ich würde sagen, da war die größte Sauerei, die der Fehlau bisher auf der ganzen Strecke eingebaut hat. Was man nicht denkt, was unmöglich ist, was zu steigern ist, hier hat er es gerade gemacht. Gunnar, ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich dich nächstes Mal sehe. Tag 6 bei der Grenzstein-Trophy 2020, 8.30 Uhr. Der späte Vogel hat mal wieder zu viel gefrühstückt. Ich habe eine riesen Wampe und fahre jetzt erstmal ganz langsam los. Irgendwie komme ich heute, glaube ich, in Brocken näher. Mehr wird wohl nicht drin sein. Die letzten Tage fordern Tribut. Man wird müde, Augenringe, morgens will man gar nicht in den Spiegel gucken. Auf geht's. Sechster Tag, Mittag. Ich fahre mit dem Markus aus Stuttgart zusammen. Wir finden seit Stunden keine Verpflegung. Überall Ruhetag, Bäckereien dicht, Gasthäuser dicht. Alles Ruhetag, Ruhetag, Ruhetag. Struktur, schwache Gegend. Wir sind ein bisschen frustriert. Ich vor allen Dingen, glaube ich. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch 3 Stunden, bis wir die nächste Chance haben. Wenn da auch Ruhetag ist, breche ich ein. Wort. Ich bin noch ewig weit weg vom Brocken und es ist schon Abend. Heute war die Versorgungslage so schlecht, dass ich die letzten 3 Stunden richtig hart gefahren bin, um, weiß ich auch nicht, irgendwas zu futtern zu kriegen. Jetzt bin ich in Elrich hier in Netto und habe alles leer gekauft. Ein Iso oder Powerdrink habe ich direkt vor der Kasse schon geleert und jetzt gibt's, was gibt's? Nudelsalat mit Sardinen, Kakao, Cola, Apfel. Einfach alles rein damit und dann mal gucken, ob ich heute noch weiterkomme. Tschüss.
Immer wenn man gerade denkt, jetzt läuft alles gut, schöner Abend, dann ergibt sich sowas. Muss jetzt irgendwie drüber, keine Ahnung wie. Verrückt. Ich schaff's. Am sechsten Tag. Schönes Licht hier oben. Langer Tag, aber ich bin echt glücklich, dass ich das irgendwie noch gepackt habe hier hoch. Oh. Guten Morgen. 4.35 Uhr auf dem Brocken. Ihr seht mich mit riesen Ringen unter den Augen. Da war halt noch kein Make-up da und nix, ey, um die Zeit. Ich bin immer noch am Brocken, bin gerade aufgewacht. Die ersten Touristen da hinten, wo sind die denn, ey? Die haben mich geweckt. Schon vor 20 Minuten, die quatschen die ganze Zeit. Ich denke, Mann, lass mich doch schlafen. Gut, was bleibt jetzt? Hier wird es jetzt unruhig. Die wollen alle den Sonnenaufgang gucken und ich pack mal mein Giraffe zusammen. Und dann fahre ich ein paar Meter. So, jetzt sehe ich schon ein bisschen wach aus. 20 nach 5. Ich musste den Sonnenaufgang hier abwarten. Ein bisschen Filmchen machen und so. Und jetzt geht's weiter. Ab nach Norden. Ab nach Hause. Schnell und hoffentlich sicher. Weiter geht's. Was haben wir heute? GST 20. Siebter Tag. Ich weiß nicht, ob ihr da oben im Hintergrund noch den Brocken erkennt, aber ich fahre hier runter und hier unter mir ist eine schöne Talsperre, keine Ahnung wie die heißt, aber hier kommt ein Schild, die Eckertalsperre, na guck mal. So, alles ein bisschen verblockt, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, einhändig. Aber das ist ein schöner Morgen, der Tag kann so bleiben, meinetwegen.
Und hier führt uns der Trek der Grenzstein-Trophy 2020 mitten durch die frühere Grenzstation Helmstedt bzw. Marienborn auf DDR-Seite. Ich muss sagen, ein Wahnsinn. Auch die ganzen letzten Tage, was man an Wehrtürmen, Gebäuden, Anlagen gesehen hat, was dieser Staat damals gebaut hat. Eigentlich, damit eben die Leute nicht abhauen. Und was jetzt natürlich seit 30 Jahren einfach brach liegt, so wie das hier. Man könnte hier natürlich super Partys machen, aber ich halte es wahrscheinlich doch wichtiger als Gedenkstätte aufzuhalten. Grenzstein-Trophy 2020, achter Tag. Es ist verdammt spät heute, fast 9.30 Uhr. Ich war nach meiner Nacht auf dem Brocken oben, irgendwie über 17,5 Stunden auf dem Fahrrad und bin dann gestern Abend in, ich glaube, Wittingen heißt es hier, in ein Hotel gegangen. Auf der letzten Rille, Gott sei Dank, hatten die so ein Schlüsseldepot und so. Und dann, ja, Sachen ausgewaschen. Da dauert ja auch immer alles noch verrückt, bis man dann endlich mal ins Bett kommt. Ja, und dann heute Morgen echt ein bisschen Zeit gelassen. So, jetzt haben wir uns wieder hier. Der Nachteil, ach so, von dem Hotel ist natürlich, da muss ich erstmal 5-6 Kilometer hinradeln, heute Morgen jetzt wieder hier hin, damit ich wieder auf meinen Track komme. Aber da ist er wieder, hier sind die geliebten Lochplatten. Also, los geht's. Ein Ende ist so langsam in Sicht. Muss sagen, ich glaube, ich bin froh, wenn ich irgendwann da bin, echt. Ja. Und wieder einmal heißt es, auf geht's. Kaufland in Salzwedel. Der Laden ist so groß, da brauche ich eine halbe Stunde, bis ich eine Flasche Cola finde. Rathering und Nudelsalat. Bei kohlfreies Bier, Cola, passt.
ich ganz ehrlich bin, so am frühen Abend des 8. GST Grenzstein-Trophy 2020 Tages, wenn ich ganz ehrlich bin, dann frage ich mich, warum man diese Straße gebaut hat. Hier fährt keiner mit dem Auto. Fahrradzeichen sehe ich aber auch nicht auf der Straße, außer meins, was ich mal demonstrativ hingelegt habe. Und in die andere Richtung ist auch nicht anders. Achtung! Hätte man Wald lassen können. Fahre ich hier so durch die Elbwälder und plötzlich denke ich, wie jetzt? Da soll ich hoch? Schönen Dank. Moment, ich hab sie nicht drauf jetzt. Doch, hier, jawohl. Tag 9 der Grenzstein-Trophy GST 2020. Es ist kurz vor 11. Nee, ich bin nicht gerade aufgewacht, sondern schon 2,5 Stunden oder so am Rad. Ich bin jetzt in Bleckede und das ist die Elbe, der Erstkontakt mit meinem geliebten Fluss, an dem ich auch zu Hause bin, in Hamburg. Am liebsten würde ich jetzt einfach 60, 70 Kilometer geradeaus fahren, ab in meinem Garten den Kaffee trinken. Aber gut, ich muss was anderes noch machen. Hier kommt gleich die Fähre. In meinem Wahn bin ich schon total vorbeigefahren. Jetzt muss ich auf die Fähre warten, dann setze ich über. Und dann geht es Richtung Beutzenberg, Burgberg und dann Schalsee und was weiß ich. Ich hoffe, dass ich heute da oben ankomme. In diesem Sinne.
sind Viertel nach sechs. Ich will unbedingt an die Ostsee. Ich habe noch 75 Kilometer. Wenn der Kurs weiterhin so ist wie da hinten, ich fahre wirklich wie der Teufel, Leute. Ich bin richtig stark. Ich komme nicht vorwärts. Zu schnell ankommen ist auch nicht gut. Noch 35 Kilometer. Schöner Abend. Einfach mal genießen. Es ist 0 Uhr 10 ungefähr. Scheiße, bin ich kaputt. Oh. Scheißegal, nach 16 Stunden im Sattel heute, ich glaube 220 echt harten Kilometern, ist da die Ostsee, 10 Meter weg und ich bin hier und habe somit die Grenzstein-Trophy 2020 geschafft. Alter, auf den, die letzten drei Stunden waren spektakulär. Zuerst so ein riesen Sandgebiet, dann durch einen Nebel, nassen Wald mit Stirnlampe durchgeballert. Irrer Spaß. Dann hier richtig mit Euphorie runter und dann schicken sie einen nochmal hier durch die Büsche. Der war nicht so toll, aber ansonsten war es richtig abgefahren heute Abend. Ja, und jetzt bin ich, glaube ich, glücklich, ey. Was habe ich gesagt? Kannst du nicht kaufen, dann musst du dir erarbeiten mit Schweiß, Ausdauer, ein paar Schmerzen, ein bisschen Wut auch manchmal auf die Organisatoren. Aber dann bist du glücklich, dann bist du hier. In diesem Sinne, Leute, ran an die Arbeit, ey. Glück kriegt ihr nur so. Ich gehe da jetzt rein. Tschüss, gute Nacht. We'll be right back.
das war's. Wieder falsch gefahren. Scheiße. Wegen der Filmerei. Ja, du schneidest ja hinterher sowieso. Komm mal schön aus dem Wald raus. Jetzt gib mal Gas hier, durch den Wald. Ich hab sie auch zweimal voll in den Baum gehauen, ne? Richtig, plötzlich höre ich nur noch hinter mir. Patsch, 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 patsch. Ne? Aber funktioniert noch. Komischer Tag. Es ging super los, weil ich vom Brocken runter und dann, ja, Platten, aber immer gerade und Felder auch mit Stroh hinten drin. Aber im Moment habe ich ein riesen Loch. Weil ich denke, ach so, der Film, scheiße.